Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Megazoo-Haul von mir, Lucia und Regenmary. Hier oben haben wir einen Transportkäfig, davon habe ich eh schon tonnenweise, aber den gab es jetzt in einer neuen Farbvariante, also habe ich den mitgenommen. Irgendwas mit 17 Euro hat er gekostet. Zu dem Einkauf, ich habe ja erst vor kurzem eingekauft gehabt, ich glaube 2 Wochen ist es ja, also für mich, für euch ist glaube ich ein bisschen länger dazwischen. Ja, ich hatte damals ganz dringend Katzenfutter gebraucht. Ja, und dann gab es auf einmal ab einem Warenwert von 50 Euro kriegt man 10 Euro zurück. Ja, gespart habe ich insgesamt 40 Euro. ja, 200 Euro Warenwert war es. Wobei ich auch noch was für wen anderen mitbestellt habe und so dieses Mäusefutter. Ja, für einen Kumpel von mir, der züchtet Farbmäuse. So, der nimmt halt so ein Futter, ja. Ich mische mich da nicht ein. Auf jeden Fall habe ich einige Sachen gekauft. Das war nur, um aufzufrischen, weil es sich nicht ganz ausgegangen wäre. Ich glaube um 2 Euro und der hat irgendwas mit 6 oder 7 Euro gekostet und ich dachte mir, okay. Meine Mehlwürmer haben so einen drinnen stehen und da ja jetzt doch ein Rosenkäfer geschlüpft ist von dieser Packung, die ich mal gekauft habe, oder 2 Packungen, ich weiß nicht mehr, hat es einer geschafft und der ist halt jetzt alleine, das ist doof. Deswegen habe ich gleich wieder neue mitbestellt, nicht bestellt, sondern mitgekauft. Das sind Rosenkäferlarven, da können wir auch mal einen Blick reinwerfen. Die stehen bei mir auf der Heizung momentan, weil die noch an ist. Meine Oma erfriert nämlich in der Nacht. Ja, und wir kriegen einen Hitzschlag herum. So. Hab einen. Das sind solche Drumsviecher. Die Käfer sind teilweise sogar kleiner, also nicht so lang wie das da. Die mögen halt keine Sonne oder kein Licht. Deswegen verbuddeln sie sich gleich wieder. So, helfen mit dem kleinen Kerl da. So, das ist eine Rosenkäferlarve. Da sind 10 Stück drinnen. Einmal habe ich kontrolliert und da waren 9 drinnen, aber es kann sein, dass vielleicht einer gestorben ist, aber ich möchte jetzt niemandem irgendwas anhängen. Auf jeden Fall bleiben die jetzt auf der Heizung stehen. Dieses Mal mache ich es nicht so, dass ich es ins Terrarium setze und dann, naja gut. Auf jeden Fall habe ich dann noch so eine Schüssel, weil es die auf einmal in grün gab. Die habe ich ja schon für die Tequila in blau, für die Buffy in orange und für die Cindy in creme oder braun, je nachdem. Dann habe ich hier Hundewurst, die ist für meine Mutter, wenn die Hunde bei meiner Mutter sind. Was ja doch häufiger vorkommt, da ich momentan relativ oft fort bin. Ich bin so weit weg von meinen Tieren. Muss halt leider sein für die Ausbildung und ja. Und auch mal so weg. Jo. Dann habe ich, ich will nicht mal bestellt sagen, 6x Dogs Love mit Fisch. Und 6x mit Pute, glaube ich. Ja. Pute ist runter. Wild gab es nicht mehr, war ausverkauft. Und Ente und Pferd hat Megazoo sowieso nicht. Die haben das nur in den kleinen Dosen, 400 Gramm, aber die kaufe ich nicht mehr. Hoppala, mein Finger. Die kaufe ich nicht mehr und das ist mein Wecker, das ist ganz schlecht. So. Ja, dann haben wir hier nochmal Katzenfutter. Ich hätte 6 Stück genommen. Kittys Cousin Junior. Hallo, kannst du bitte aufhören, meinen Sessel kaputt zu machen, Miriam? Schaut mich an und kratzt weiter, bis ich ihren Namen sage, dann rennt. Du sollst meinen Sessel nicht kaputt machen. Du hast einen Kratzbaum, du hast eine Kratztreppe, du hast eine komische Kartonkratzwelle, irgendwas. Eine Kratzwelle haben wir auch noch, also du hast genug zum Kratzen. Du brauchst nicht immer meinen Sessel nehmen. So, Entschuldigung. Schlimme Katzen, die muss man noch erziehen. Sind noch in der Pubertät. Putenliebe habe ich 4x nur genommen. Und Huhnliebe habe ich 4x nur genommen, weil es eben nur noch 4 Stück gab. Also die 2 Steckplätze sind leer. Tja, von denen habe ich noch 6 Stück gekriegt jeweils. Das ist wieder mit Lamm und Wildschwein. Und Huhn und Lachs. So. Ja, und das Futter für einen Kumpel, das habe ich da jetzt nicht aufgelistet, weil das hat er sich schon mitgenommen. Das Zeug liegt hier schon wieder seit einer Woche. Ja, das war mein ganzer Einkauf. Ich muss halt dann abziehen das Futter, also es müssten ungefähr 50 Euro nicht ganz für ihn gewesen sein.
Ja, die Prozente habe ich gekriegt. Ja, das war mein Bonus, dass ich es ihm gebracht habe. So, hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Video. Das ist übrigens ein Primatenschädel. Für einen Primatenschädel hat der aber eine sehr flache Nase und einen fetten Schädel. Ich bin ein Mensch.